Herr Gauland, haben Sie mit Herrn Kemmerich nicht eine klassische Eintagsfliege hingelegt? Nein, wieso eine Eintagsfliege? Wir hatten ein Wahlziel, die Regierung Ramelow zu verhindern und eine bürgerliche Mehrheit herzustellen. Die bürgerliche Mehrheit in Thüringen gibt es. Wir konnten die Regierung Ramelow nur verhindern, indem wir dann einen anderen bürgerlichen Kandidaten wählen. So, das Sie haben sich in jedem Fall jetzt in dieser Koalition AfD mit den Stimmen der CDU und der FDP in eine Sackgasse manövriert. Und jetzt muss man da wieder raus. Na, wieso haben wir uns in eine Sackgasse indem Sie den Kandidaten aufgestellt haben, den Sie nicht gewählt haben. Was macht Herr Kindervater jetzt eigentlich? Entschuldigung, ist er traurig? Demokratie ist Kompromiss. Und wenn ich sehe, und es war klar, dass wir mit Herrn Kindervater keinerlei Mehrheitschancen haben, ist es doch klar, dass man im Kompromiss dann einen anderen bürgerlichen Kandidaten wählt, der nichts mit der AfD zu tun hat, aber uns natürlich näher steht als Herr Habeck oder Herr Ramelow. Und das haben wir gemacht. Das ist ganz normal. Ich weiß gar nicht, es klingt hier so, als ob es ein Putsch war. Es war eine ganz normale demokratische Wahl. Also Sie haben einen ausgesprochenen Anti-AfD-Kandidaten und einen dezidierten Anti-Höcke gewählt, so versteht sich Herr Kemmerich. Warum haben Sie einen so klaren Feind gewählt? Frau Ellner, ich habe es ja schon gesagt. Wir wollten eine bürgerliche Mehrheit. Herr Kemmerich ist ein bürgerlicher Kandidat. Wir hatten keine Chance, mit unserem Kandidaten durchzukommen. Wenn ich also das Land in unserem Sinne verändern will, muss ich den bürgerlichen Kandidaten wählen, der eine Chance hat. Wir fragen auch Herrn Kretschmer gleich noch nach. Was Herr Gauland gesagt hat, kann man nicht so stehen lassen, dass er sagt, er hat etwas, die AfD hat gestern etwas gemacht, was ganz normal ist. Lassen Sie mich mal kurz ausreden. Weil man den eigenen Kandidaten nicht durchbekommt, nimmt man den Kompromisskandidaten. Klar. Was man aber nicht macht, wenn man den eigenen Kandidaten nicht wählen will, weil man ihn auch nicht durchbekommt, schickt man ihn nicht ein drittes Mal ins Rennen. Ja. Sondern dann zieht man den eigenen Kandidaten zurück. Und Sie wussten genau, wenn Sie das tun würden, dann würde Kemmerich gar nicht antreten, weil das war immer die Kemmerich-Ansage. Ich will das, was Herr Kemmerich gemacht hat, überhaupt nicht gutheißen, aber es war seine Ansage und das wussten Sie. Er tritt nur an, wenn es einen linken und einen rechten Kandidaten gibt. Es ist falsch. Er ist angetreten, Sie haben Ihren Kandidaten loslaufen lassen, wissend ihn nicht zu wählen und haben dann Kemmerich gewählt. Den Kandidaten, das ist abzocken gar nicht gut. Das ist schon eine Finte genannt worden. Entschuldigung. Was auch nicht geht, Frau Illner, das kann ich hier nicht stehen lassen, dass wir Faschisten sind. Das haben Sie nicht gesagt, das haben Sie gesagt. Nein, ja, Sie wissen, wie die Meinungsfreiheit ist. Aber es ist Unsinn, dass Herr Höcke ein Faschist ist. Also wir sind zu Herrn bei Höcke meiner noch Frage. Eine Sache, wenn Herr Gauland Herrn Höcke so verteidigt. Ich verteidige ihn gar nicht. Sie ich sage nur, Faschismus ist etwas, was in Deutschland Gott sei Dank verboten ist. Mhm. Und wenn Herr Höcke ein Faschist wäre, würde er nicht in einem Thüringer Landtag sitzen. Und deswegen ist das Unsinn, was hier gesagt wird. Lassen Sie mich mal ganz kurz, Herr Habeck, was Sie aber auch gemacht haben, Herr Gauland, ist gesagt, dass Sie heute gesagt haben, Höcke präsentiert für Sie die Mitte Ihrer Partei. Das habe ich nie gesagt. Das ist schon x-mal korrigiert worden. Also ich habe gesagt, er steht inmitten der Partei. Ich habe extra gesagt, dass er nicht die Mitte ist. Okay, er steht inmitten Ihrer Partei. Der Mann, der jetzt hingestellt wird als Belegfigur dafür, dass die AfD jetzt bürgerlich ist, der Beweis, weil CDU und FDP ihr das leider ermöglicht haben. Das ist der gleiche Mann, den Ihre Partei vor 2 Jahren ausschließen wollte. Das ist völlig richtig. Weil Ihre Partei gesagt hat, er macht eine antibürgerliche Fundamentalopposition. Zu diesem Ausschlussverfahren ist es nicht gekommen, da haben Sie auch zu beigetragen. Was auch zeigt, in welche Richtung Sie Ihre Partei führen möchten. Aber das ist doch der Beleg dafür, dass es in diese völkische, nationale, in diese antisemitische Richtung bei Ihnen geht. Herr Höcke hat an seinem Kurs nichts geändert, seit man vor 2 Jahren über ihn gesagt hat, das ist antibürgerliche Fundamentalopposition. Das ist völlig falsch, was Sie sagen, weil dieses Ausschlussverfahren
Ja, das ist von einigen Menschen betrieben worden, das will ich gar nicht bestreiten, die aber längst die Partei verlassen haben. Das ist von der gesamten Partei getragen worden. Nein, es ist von unserer früheren Vorsitzenden betrieben worden und sie hat die Partei verlassen. Und insofern können Sie sich überhaupt nicht mehr darauf berufen. Es ist auch nicht das Problem. Das ist nun in Thüringen geschehen. Sie mögen Herrn Höcke nicht, das kann sein. Das tun auch andere Mitglieder selbst ihrer Partei so. Nämlich die gratuliert haben, die sich gefreut haben und die offensichtlich überhaupt nicht verstanden haben, auf welchen gefährlichen Weg man sich so, wir kommen. Frau Illner, Sie können Sie nicht auf Dauer ein Viertel der Wähler ausgrenzen. Das funktioniert nicht. Das fällt den anderen auf die Füße. Und wenn die CDU so weitermacht, fürchte ich, dass es für die Mehrheiten der CDU auch nicht mehr reicht. Schauen Sie sich die SPD an. Sie können ein Viertel der Wähler nicht ausgrenzen. Das geht nicht in einer Demokratie. So, genau die Frage. Also von daher muss man das, denke ich, abwarten. Ich finde es ein bisschen befremdlich, jetzt ehrlich gesagt, wenn hier versuchen, jetzt die Brandstifter von gestern so ein bisschen die Feuerwehr zu spielen und jetzt zu sagen, jetzt müssen sich die Vernünftigen zusammensetzen und damit die Parteien meinen, die dieses Schlamassel gestern angerichtet haben. Ich verbitte also deswegen, mir, dass Sie mir unterstellen, ich wäre ein Brandstifter. Das ist sowas von daneben. Ich habe gesagt, die Partei nein, und diese, das ist gestern. Das ist aber der normale Umgangston der Linken. Also, naja, dass gestern dieses Schlamassel angerichtet das wurde, das wir jetzt haben von CDU und FDP, das ist ja wohl zweifelsohne so. Und dass heute mehrfach die Rede davon war, dass man damit die FDP brennt und solche Dinge die Rede war, das ist ja nur offensichtlich. Und jetzt sich so hin-